Wir sind ja in Berlin auf den JavaScript Days. Ich bin Tom Wiesekel vom PHP Magazin. Hallo, ich sitze hier mit Thorsten Rinne. Thorsten, stell dich kurz vor. Hallo, ich bin der Thorsten. Bin hier auf den JavaScript Days und ja, ich arbeite bei der Atego GmbH in München und ja, habe gestern einen Workshop gehalten über HTML5 und Node.js. Also somit haben wir auch schon dein Spezialthema quasi hier auf den JavaScript Days gehört. HTML5 Web Apps. Erzähl uns, du hast das sehr umfangreich gemacht mit Backbone.js, das Ganze auf Node.js. Wieso alles zusammen kombiniert? Der Basti Springer und ich, also mit dem ich zusammen den Workshop gemacht habe, wir wollten einfach zeigen, wie man mit einer Programmiersprache, also JavaScript, im Client und im Server eine Applikation entwickeln kann. Also wir haben eine Chat-Applikation gebaut. Und wir finden es einfach recht spannend, was man heutzutage so alles machen kann. Einfach nur mit einer Programmiersprache, die ursprünglich entwickelt wurde, nur für einen Client, die man dann inzwischen auch serverseitig benutzen kann. Und das ist eigentlich recht spannend. Okay, HTML5 spielt bei euch auch immer eine sehr wichtige Rolle. HTML5 enthält sehr viele JavaScript-APIs. Und zwar HTML ja früher eigentlich nur Markup, also wirklich nur Beschreibung von einem Dokument. Woher dieser Wandel? Warum auf einmal so viel JavaScript in einer Sprache, die eigentlich so dafür gar nicht vorgesehen war? Keine Sprache, sorry. Das ist eigentlich so der Wandel von Webseiten zu Webapplikationen hin. Also das, was schon seit 10 Jahren oder sowas angekündigt wird, dass das alles Richtung Internet-Web geht, das geht es so langsam mit HTML5, weil wir haben so Sachen wie Websockets, dass wir bidirektionale Kommunikation haben können, ohne jedes Mal per Request auf den Server zuzugreifen. Wir können mit Webworkern können wir JavaScript-Dateien ein bisschen auslagern, dass große Berechnungen über JavaScript parallel abgearbeitet werden können. Wir haben Geolocation, wir können Daten auch offline zum Beispiel speichern. Es geht eigentlich dahin, dass man Anwendungen oder Applikationen nicht mehr in C, C++, Java entwickeln muss, sondern man kann auch einfach HTML, CSS und JavaScript verwenden. Ist die Technologie wirklich schon so weit? Also gerade wenn wir jetzt in den Bereich Mobile gehen, es fehlt oft noch die Möglichkeit, auf wirklich gerätespezifische Dinge zuzugreifen. Wir können nicht auf die Kamera zugreifen, das Telefonbuch und so weiter und so fort. Was meinst du, wie lange dauert es noch, bis wir wirklich da angekommen sind, dass wir sagen können, okay, mit den Webtechnologien haben wir überall den vollen Zugriff? Ich glaube, wir sind teilweise schon so weit. Also ursprünglich war ja die Idee von Apple, als sie das iPhone rausgebracht haben, alles über Web-Apps abzubilden. Es gab ja keine nativen Apps anzubieten, sondern das, was Apple wollte, war HTML, CSS, JavaScript-Apps auf dem iPhone laufen zu lassen und sonst nichts anderem. Es gibt heute aber ja die Lösung mit PhoneGap zum Beispiel oder Titanium, womit man über eine API auf zum Beispiel die Kamera oder die Kontakte zugreifen kann. Okay, der größte Vorteil liegt also darin, dass wir mit Webtechnologien sowohl im Browser vorhanden sein können, wir können auf Desktop gehen, wir können auf Mobile gehen. Eine spannende Entwicklung. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns spätestens bei den nächsten JavaScript Days wiedersehen. Sehr gerne.